Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und das ist ein Start von einem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play ich jetzt Ublets. Ihr seht schon im Hintergrund. Das Spiel ist nämlich Anfang Oktober auf den PC gekommen und ist jetzt auch in Steam erhältlich. Und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, da auch mal reinzuschauen. Ich habe das tatsächlich schon mega lange im Auge, weil seit 2022 ist es tatsächlich auch für die Switch draußen. Also meine Switch-Spieler, das Game gibt es auch schon auf der Switch. Und ja, falls ihr mich jetzt an der Stelle nicht kennt. Es ist immer so Anfang von einem neuen Let's Play, dass da vielleicht ein paar neue Zuschauer dazu kommen. Hallo, ich bin Cersei, aka Playful Dodo, und auf meinen Social Media Kanälen dreht sich alles um das Thema Cozy Gaming. Also Let's Plays, Cozy Gaming News, Cozy Lifestyle, alles Mögliche. Ich heiße überall Playful Dodo, hier auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok und auch auf Twitch, wo ich dreimal die Woche live streame. Guckt da gerne vorbei, alle Links sind in den Social Media Kanälen und lasst auch hier ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser Kanal hier im deutschen Raum noch etwas wachsen würde, weil Cozy Gaming ist bei uns noch ziemlich neu und es wird immer ein größeres Thema und ich freue mich darüber. Wir beginnen heute mit Ublets. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr süßes Game mit kleinen Kreaturen. Es wird viel getanzt, es wird auch gefarmt und es gibt auch saisonale Events. Ihr seht schon im Hintergrund, es hat auch das Halloween-Event schon begonnen und da schauen wir jetzt rein. Das endet in 20 Tagen. Frühestens. Vielleicht verlängern sie es auch noch, je nachdem, wie es bei der Community ankommt. Und ich laber jetzt nicht lange rum. Wir gehen jetzt rein und fangen an mit Ublets. Ich freue mich, Leute. Viel Spaß. Let's go. Ihr seht schon, Halloween-Event ist hier am Start und an der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den Entwicklern von Ublets, denn die haben mir diesen Key zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank! Und jetzt können wir richtig reinschauen in Ublets. Ich freue mich schon so sehr, Leute. Jedes Mal, wenn ich ein neues Game anfange, bin ich richtig hyped. Oh! Wie heißt du denn? Schreib mal. Okay. Ich heiße... Dodo. Die Musik fetzt jetzt schon. Charaktererstellung, wie willst du aussehen? Ach, das sieht ja süß aus. Hallöchen, Dodo da oben, guck mal. Ach, die Farben. So, wir haben, ich spiele übrigens mit Controller, weil das auch mit Controller, also unterstützt wird, was ich cool finde. So, Frisur. Ja, ich würde mal die nehmen. Haarfarbe. Ach, rosa, süß. Aber, braun passt da eh auch am besten. Okay, Klamotten wären auch nicht schlecht. Nee, wären nicht schlecht. Oh, süß. Uff, was wähle ich denn? Bin ja eher so immer, also gerade jetzt so farbig angezogen. Hm. Finde irgendwie die Jacke cool. Wir nehmen die. Wir gehen mit der. Gut, schaust du aus, Dodo. Danke, los geht's. Ja, let's go. Ich freue mich. Dein Leben. Es ist übrigens alles auf Deutsch vertont, alles Text auf Deutsch. War bis heute ganz schön trötig. Bislang hast du dieses trötige Leben auf der einsamen Karee-Insel verbracht, wo nur Spießer wohnen, ihr seht es gerade nicht, und es nicht mal Ublets gibt. Ich verdecke das gerade, aber ich lese es euch eh vor. Vielleicht setze ich mich auch später noch um, wenn es nicht passt. Deswegen wolltest du auch weg. Oh, wie süß. Wie cute das ist. Jetzt bist du unterwegs zum Festland. Ja, von Oob. Und in Oob gibt's Ooblets, oder was? Ah, das ist cute gemacht. Über diesen Ort hast du bisher nur vage Geschichten gehört. Hier erwarten dich Kuriositäten, Kreativität und... Und... Ublets! Oh, wie schön! Och, Gottchen, ist das cozy. Oh je, Minenchen. Flitter, süß. Bist du vom hohen Ublet-Rat? Gott, ist sie süß angezogen. Ist das eine unangekündigte Inspektion? Bin ich durchgefallen? Nein, ich bin Dodo von der Karee-Insel. Ach so, dann Tarikowski, willkommen in Abzeichnitz. Abzeichnitz. Ich heiße Flitter. Oh, und Bürgermeisterin bin ich auch. Wie kann ich helfen? Ach Gott, ist sie süß. Ich will ein neues Leben anfangen. Möglicherweise sogar hier?
Brilla, willst du ein Haus kaufen? In die örtliche Wirtschaft investieren? Ich glaube, ich habe kein Geld, oder? Also, ich habe weder Geld noch eine Ausbildung, noch irgendwelchen Besitz. Ja, das ist ja auch... Also, Leute, das machen wir doch auch alle. Wir gehen auch ohne Geld, irgendwelchen Besitz oder Ausbildung auf eine Insel oder in ein neues Land und fangen dort ein neues Leben an. Das kann doch nur funktionieren. Das geht halt nur in Cozy Games, aber das macht das Ganze ja auch großartig. Ach, ich spüre wahren Unternehmergeist in dir. Echt? Damit kann ich arbeiten. Gut, die Liste meiner Bürgermeisterinnenpflichten wird immer länger und ich suche dringend eine Aushilfe. Aber wieso weißt du, dass ich dafür geeignet bin? Außerdem kann ich dir ein altes, verlassenes Farmhaus anbieten. Na schön. Endlich ist mal nicht irgendeine Großmutter oder Großvater gestorben. Wenn du mir mit dem Zeug hilfst, das hier so ansteht. Klingt das gut oder klingt das gut? Man bekommt nicht alle Tage ein Haus geschenkt, das stimmt. Das wäre mal was. Heutzutage kann man sich das eh nicht mehr leisten. Das klingt super. Was soll ich zuerst für dich erledigen? Fantastisch. Fantastisch. Zuallererst. Moment, wo sind denn deine Ublets? Ich habe sowas nicht. Ich habe keine. Wo ich herkomme, gibt es keine Ublets. Bitte? Nicht mal ein Hokum? Ohne Ublets kommst du hier nicht weit. Aber kein Problem. Dein Ublet-Club vor Ort kann dir da sicher aushelfen. In welchem Club bist du denn? Wo ich herkomme, haben wir auch keine Ublet-Clubs. Was zum... Nicht so schlimm. Du trittst einfach hier einem bei. Ich hole fix die Clubleiter und Leiterinnen und du kannst dich in der Zwischenzeit schon mal bei deiner zukünftigen Nachbarschaft vorstellen. Sie ist, glaube ich, ein bisschen am Verzweifeln mit uns, weil wir gar nichts checken. Sprich mit 8 Leuten. Okay, ach Gott, ist das cute. Aber das sind ja schon Ublets, guck mal. Baumelschnur benutzen? Also ist eine Angel. Oh, da gibt's Korallen und ich kann auch sprinten. Ja, heb mal auf. Geht nicht. Geht noch nicht. Muss mit Leuten sprechen. Oh, ich will so einen Pilz haben. Ara, reden. Liebe deinen Look total. Dieser verwirrte Schick fahre ich voll drauf ab. Ich heiße Dodo und bin neu hier. Aha, ich stehe auf Leute, die ich noch nicht kenne. Ich heiße Ara. Oh. War das schon Flirten mit uns? Er flirtet auch schon mit uns. Milu. Ich heiße Milu und habe dich vorhin auf dem Boot gesehen. Bist du so ein reicher Touristentyp, der all unsere Postkarten und originellen T-Shirts kaufen will? Nee, ich bin eine arme Dodo, die gar kein Geld hat und jetzt in einem alten, verlassenen Farmhaus lebt. Nein, ich heiße Dodo und will hier ein neues Leben anfangen. Süß. Guck mal, ist das ein Candyman da hinten? Der hat doch Candies. Ach, Menno. Und was soll ich jetzt mit den ganzen originellen T-Shirts anstellen? Merch verkaufen. Ey, ich will mit dir sprechen. Ey, was hast du da? Polt. Wie steht Sälchen? Lust auf einen Keks? Oh, ja, Keks. Nein, danke. Ey, ich bin gerade hergezogen. Ach was, nach Abzeichnitz? Na dann, ich bin Polt und liefere hier im Ort die Brumselkekse aus. Hier hast du ein kleines Willkommensgeschenk vom Brumselkekskonzert. Oh, wie cool. 10 Brumselkekse. Unvergleichlich einzigartiger Geschmack, der perfekte Snack für alle, enthält 40 Energie. Ach, sehr schön. Danke, danke, danke. Richtig nett. In ganz Up gibt's keinen besseren verpackten Mumphies. Brumselkekse verpassen dir im Nu einen Energieschub und bessere Laune hast du auch gleich wahrscheinlich. Nach Keksen hat man doch immer bessere Laune, oder? Okay, hallo, 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 hallo. Karl, du rückst mir ganz schön auf die Pelle. Oh, hallo, ich heiße Dodo und bin neu in der Stadt. Wahrscheinlich willst du jetzt auch meinen Namen wissen. Schon in Ordnung, ich will dir keinen Druck machen. Na schön, ich heiße Karl. Ich nähe in meinem Laden Mibonbon Klamotten. Ich würde dir ja die Hand geben, aber ich bin allgemein kein Freund von Berührungen. Alles gut, das muss man auch gar nicht. Oh, mir laufen schon ein paar Ublets nach. Rauknolia. Bist du die Forschungsassistentin, die ich vor 3 Jahren angefordert habe? Nein, ich bin nur neu hier. Ich heiße Dodo. Wir stellen uns also vor. Na gut, kein Problem. Ich heiße Rauknolia und leite das Studierstudio. Was das genau ist, erkläre ich dir später. Zu kompliziert. Und wenn du vorhast, länger hier zu bleiben, solltest hier mal einen Blick darauf werfen. Schlauschmücker. Cool, ein Buch bekommen. Damit behältst du deine Aufträge, Objekte, Freunde und vieles mehr im Blick. Ach Gott, ist das Game süß, Leute? Wie findet ihr es bisher? Also der erste Eindruck ist mega gut. Es werden jetzt auch mehrere Parts von Ublets kommen. Also das Ganze wird ein kleines Let's Play. Und es wird zwar nicht so ein ausgiebiges Let's Play wie Fae Farm, glaube ich, aber auf jeden Fall ein paar Parts. Wissenschaft, Magie und Schrott. Ich möchte mir nämlich einen größeren Einblick in Ublets erlauben hier auf dem Kanal.
Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Du machst das schon. Oder auch nicht. Ich habe keinerlei Messwerte für deine Fähigkeiten. Öffne mit Y deinen Schlauchschnücke. Oh. Brummsackkiste. Okay, also da finde ich alles. Also auch mein Level, meine Klamotten. Okay, ja, ich habe natürlich noch nichts. Und meine Freunde, meine Ublets, meine Abzeichen und ein Almanach, also auch so ein Lexikon, wo alles drin steht. Ja, cool. Knetgummis, ist das das Geld? Toffi, ach süß, ein Kind. Toffi da, ja, es war. Na dann, ich heiße Dodo. Geh weg jetzt. Oh, okay. Wir wollen hier natürlich niemanden überfordern. Samantha! Tachikowski-Schätzchen, bin ich schon dran? Ich heiße Dodo, ich ziehe das alte Farmhaus. Oh, wundervoll. Ich bin Samantha und mir gehört der kleine Pflanzenladen hier im Ort. Oh ja, Samantha, wir werden gute Freunde werden. Wir haben sicher bald regelmäßig miteinander zu tun. Oh ja. Wenn du Feldfrüchte übrig hast, nehme ich sie dir gerne ab. Und falls jemand zu viele Fragen stellt, kümmere ich mich auch drum. Was süß. Okay, da hinten steht noch jemand. Ich kann hier noch nicht abfarmen, leider. Oh, Müll. Hallo, Dabble. Gott, sie sieht auch süß aus. Kundschaft, was kann ich dir bringen? Bohnenbrühe, ein Espresso? Tut mir leid, ich bin gerade knapp bei Kasse. Na, so wirst du bestimmt nicht Kunde des Monats. Aber egal, wenn die Knetengummis wieder lockerer sitzen, das ist die Währung. Knetengummis, süß. Kannst du ja mal im Kuschelkränzchen-Café vorbeischauen. Ich heiße Dabble und serviere die beste Bohnenbrühe der Stadt. Naja, ich führe ja auch das einzige Café hier. Ey, Leute, wie süß sieht denn die Stadt bitte aus mit den Leuten? Ach, da ist auch ein Astronaut, süß. Brilla, alle sind da. Im Grunde sind Ublets Clubs kleinere soziale Cliquen mit eigenen Interessensgebieten und eigener Persönlichkeit. Das sind die Leiter und Leiterinnen unserer Ublet Clubs. Hier in Abzeichnitz. Hört ihr am besten mal an, was sie so über ihre Clubs zu sagen haben. Okay, die Schnuffpuffs. Wir wären super happy, dich bei den Schnuffpuffs aufzunehmen. Wir sind auch total liebenswert. Der Club für niedliche Knuffels, die es gerne kuschelig haben. Okay, Basel, das war Melda. Basel, Supi-Snobs müssen nicht erklären, warum sie der beste Club sind. Supi-Snobs. Clubs sind, du solltest uns erklären, warum wir dich bei uns aufnehmen sollten. Okay, der Club der geborenen Anführer, starken Konkurrentinnen und allgemein erfolgreichen. Okay. Videon, ich weiß nicht wirklich, was ich dir über die Itronierz erzählen soll. Und ich weiß auch nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Der Club für intelligente Überflieger, die soziale Interaktion etwas anstrengend finden. Okay, das ist irgendwie auch meins mit sozialer Interaktion. Okay, dann haben wir hier nur Rauskrit. Wenn du Abenteuer, frische Luft und die Natur lebst, bist du bei den Moos-Sprösslis. Genau richtig. Moos-Sprösslis. Oh mein Gott, wie süß ist das? Der Club der Naturfreunde und Frischlufthaberinnen, die auf Abenteuer abfahren. Also, ich bin entweder für die Schnuffpuffs oder für die Moos-Sprösslis. Aber ich glaube, ich nehme die Moos-Sprösslis. Guck mal bitte Rauskrit an. Sie ist ja so süß und ich liebe Pilze. Also, wir gehen jetzt in die Moos-Sprösslis, Leute. Ich finde das so cool, dass man sich das auswählen kann. Aber die sagen mir gerade am meisten zu. Ja, wir werden den Moos-Sprösslis beitreten. Du wirst die Moos-Sprösslis bestimmt stolz machen. Für welchen Club hättet ihr euch entschieden? Schreibt es immer in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Ja, ich glaube, ich bin da richtig gut aufgehoben bei den Moos-Sprösslis. Hier mit diesem kleinen Freund kannst du dich ins Abenteuer stürzen. Oh, ich krieg schon Ublet. Oh ja. Oh ja. Ach, ihr beide passt perfekt zusammen. No, ich habe ein Pilz-Ublet bekommen. Okay, alle anderen laufen weg. Da du jetzt einen Ublet-Partner hast, solltest du es mal mit einem Tanzduell probieren. Ublet sind geheimnisvolle Wesen und anscheinend tanzen sie für ihr Leben gern. Wir müssen diese Leidenschaft fördern und haben uns deshalb ausgefeilte und kein bisschen gestellte Tanzwettbewerbe für sie ausgedacht. Du glaubst ja nicht, wie viele Konflikte wir schon mit Tanzduellen gelöst haben. Oh, da ist auch schon ein würdiger Gegner, mit dem du üben kannst. Oh, wo? Oh, Knarz. Okay. Tanzherausforderung von Knarz. Ist das irgendwie so wie ein niedliches, noch niedlicheres Pokémon so ein bisschen? Und es sind keine Kämpfe, sondern Tanzduelle? Es ist irgendwie süß. Hier wählst du aus, welche Ublets tanzen sollen. Da du aktuell nur eins hast, sollte dir das nicht schwerfallen. Okay, ja. Ich will Moves anzeigen. Generiert 6 Punkte.
Mit den Moves, das sind so meine Angriffswerte, also meine, ne, mit dem ich angreifen würde, so. Okay, bereit. Ach, ist das cute. Du ziehst jede Runde zufällig Tanzmoves. Okay. Du ziehst jede Runde zufällig Tanzmoves. Einige Standardmoves stehen dir immer zur Verfügung. Jedes Ublet verfügt über einen individuellen Move. Gott, wie die alle abshaken. Wie süß ist das denn? Wenn es Erfahrungen erhält, kann es neue Moves lernen. Moves kosten Beats und du erhältst jede Runde mehr davon. Zu Beginn ziehst du 4 Moves. Du hast 3 Beats pro Runde. Okay. Einige Moves erhöhen deine Punkte, verringern die Punkte deines Gegners oder haben sonst eine Auswirkung. Dein Ziel ist es, diese Punktzahl vor deinem Gegner zu erreichen. Okay. Zieht einen Move, generiert einen Beat. Okay, ich mach mal einfach meinen Hauptmove. Ja. Okay, was macht er? Generiert einen Beat. Ist das cute? Aber Team Knerz hat 0 Punkte. Okay. Zieht einen Move. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich probiere es einfach mal aus. Okay, ich muss Runde beenden. Der Gegner ist dran, okay. Oh, Mist, der ist ja voll gut. Okay, er hat 5 Punkte. Generiert einen Hype. Cool, stiehlt 3 Punkte, das machen wir. Wir stehlen 3 Punkte. Voll fies. Gegner ist dran. Heißer Meister. Toll gemacht, Knarz. 2x Hype nach 2 Aufwärmrunden. Oh. Okay, wir machen einen Hype, weil er hat jetzt auch einen Hype. Okay. Mist, ich kann nichts mehr machen. Okay. Oh, generiert 8 Punkte. Ja, voll. Machen wir. Geht ja richtig ab. Ein Beat generieren, weil wir haben 0. Jetzt haben wir wieder ein. Okay, Runde beenden. Der Gegner ist dran. Oh, ist das cool. Der hat halt jetzt 2x Hype, ne? Ist das witzig? Okay, wir brauchen eh nur mehr 4 Punkte. Dann machen wir jetzt einfach noch den hier. Und dann sind wir durch. Yay! Wir haben gewonnen! Gewonnen, Leute! Wie cool ist das? Samen Knarz nehmen. Ja, Logo. Wir nehmen die Samen. Gut gemacht, kleines Knarz. Das war spitze. Er furzt einfach so einen Samen aus. Wie süß ist das, bitte? Pflanze mich ein, damit ein neuer Freund wachsen kann. Ach, süß. Okay, wir werden das hundertprozentig einpflanzen, damit wir auch so einen furzenden Knarz bekommen. Kein Problem. Jetzt solltest du dich aber wirklich zum Farmhaus aufmachen und dich wohnlich einrichten. Ist das cute, das Game? Ich freue mich voll über dieses Let's Play. Triff Flitter am Farmhaus. Okay, haben wir irgendwie eine Map? Wahrscheinlich hier, oder? Nee. Da steht noch keine Map. Ach, hier ist mein Anamusko. Anamusko. Ach, süß. Abzeichen und Almanach. Wir bräuchten eine Karte, Leute. Aber jetzt mal hier umgucken, ist natürlich auch süß. Da sind überall Früchte. Kann ich die nicht einsammeln? Nee. Aber ihr seht schon die Pfeile, die zeigen mir ja an, wohin ich muss. Seht ihr die? Die roten Pfeile da? Unter mir? Hier, die? Die sagen mir ja voll, wo ich hin muss. Das ist cool. Dann braucht man gar keine Karte. Oh, süß. Mi-Bonbon. Was ist denn das? Hallo. Untersuchen. Das kann ich noch nicht benutzen.
Das muss der Samenladen sein, ja. Wir gehen da jetzt einfach rein. Oh, wie süß. Regenkanne kaufen. Ich kann nicht. Ich habe noch keine Knetengummis. Boah, ich liebe das Game jetzt schon so. Es ist so cozy. Und so süß mit den kleinen Ublets. Oh. Haus. Ja, ein tropfendes altes Haus mit Löchern. Gibt aktuell zwar nicht viel her, aber was willst du von einem geschenkten Haus auch erwarten? Du kannst es bestimmt herrichten und es dir schön gemütlich machen. Wie wäre es mit einer Wimpelgirlande? Die passt eigentlich immer. Vielleicht erstmal die Löcher stopfen? Wow, was für eine Müllhalde. Ich meine natürlich ein sehr individuelles Grundstück mit jeder Menge Potenzial. Ich habe ein paar Dinge dabei, wie die immer so wiggeln mit dem Kopf, die dir anfangs helfen können mit deiner Farm. Okay, cool. Süße Betesamen. Oh, danke schön. Fructose kann man da herstellen in 3 Tagen. Ackerschaber. Wie die reden. Probier mal aus, aber nicht tiefer gerade mal als 2 Meter. Okay. Wie einfach unsere Bürgermeisterin vor klein ist. Sie ist eigentlich noch ein Kind. Süß. Wähle den Ackerschaber in der Schnellzugriffsleiste aus. Okay. Ja. Aktiviere mit LT den Farmmodus und wähle die Fläche aus, die du bearbeiten möchtest. Okay. Also hier ist ganz viel Müll. Dann machen wir das einfach mal hier. Oder am besten an einer Wasserquelle. Ja, hier ist Wasserquelle. Dann machen wir das hier. Oh. So. Mit LB und RB wechselst du das Objekt in deiner Schnellgriffsleiste. Mit LT erwirkst du den Farmmodus. Okay. Nicht vergessen. Ja. Achso, ich soll nur 3. Okay. Ich wollte gleich mehr pflügen. Okay, Pflanzen. Süße Beete. Funktioniert ja schon gut. Brilla. Statt brillant. Jetzt musst du nur noch gießen. Hier hast du eine Töpfekanne. Oh, dann muss ich ja doch keine kaufen. Sehr schön, danke. Mein Briefkasten wiggelt auch ein bisschen. Füll sie am Hahn auf und genieß dann deinen Samen. Gieß dann deinen Samen. Oh mein Gott. Genieße ihn. Es regnet doch eh, oder? Nee, das ist nur das tropfende Haus. Okay, ist aufgefüllt. Okay, ich muss den Farmmodus immer aktivieren. Alles klar. Oh, es ist Nacht. Du hast den Dreh raus. Jetzt musst du deine Feldfrüchte täglich gießen. Und wenn sie reif sind, kannst du sie ernten. Du machst das ja schon richtig professionell. Naja, oder zumindest so halb. Aber das wird schon noch. Aber bestimmt bist du jetzt ziemlich müde. Nimm dir doch erst mal eine Mütze voll Schlaf. Und ich schaue morgen wieder vorbei, wie sie davonläuft. Oh, sie haben mir das Haus noch nicht von innen gezeigt. Los, hauen wir ab, bevor sie sich's anders überlegt. Lesen, da ist doch was. Ein Dodo von Unbekannt. Zu besonders gruseligen Zeiten hört man stets ein Gerücht. Auf der Erde von nirgendwo zeigt etwas sein Gesicht. Suchst du ein Ublett, das aus dem Jenseits stammt, dann komm nach Mitternacht zum Friedhof gerannt. Oh my goodness, ich glaube, das hat was mit dem Halloween-Event zu tun. Wir müssen zum Friedhof, Leute. Okay, hier drin tropft es zum Glück nicht, das ist nur draußen. Hier haben wir schon einen kleinen Kochtopf. Und ein bisschen Lager, okay. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Oh, ich glaube, das können wir richtig süß einrichten und so. Oh, ich freue mich. Wie viel Ublets kann ich haben? Die laufen mir ja so süß nach. Bin schon richtig gespannt. Gieß deine Pflanzen. Nochmal, okay. Aktionen wie zum Beispiel Pflanzengießen verbrauchen Energie. Hier siehst du, wie viel Energie du hast. Deine Energie regeneriert sich, wenn du schläfst, Bohnenbrühe trinkst oder bestimmte Nahrungsmittel zu dir nimmst. Ja, wie zum Beispiel diese Kekse auch. So, wir gießen. Okay, man sieht auch gut, was gegießt ist und was nicht. Gut. Geh ein bisschen auf Erkundungstour. Das werde ich machen. Aber zuerst Brief lesen. Von Ara. Süßes oder Saures?
Abzeichen ist, legt sich dieses Jahr für Halloween so richtig ins Zeug. Ein paar Leute verteilen Süßigkeiten, also schnapp dir einen Süßkramkübel und heimse so viel davon ein, wie du kannst. Mit Spiralgrids, Wünscherouten kann man außerdem vergrabene Skelettstücke oder Skelestücke, vielleicht damit nicht Skelett da steht, ich weiß nicht, finden. Ist zwar am Anfang etwas knifflig, aber du hast den Bogen bestimmt bald raus. Mit den Süßigkeiten des Skelettstücken und anderen Zutaten kannst du im Kessel besondere Objekttränke brauen. Also ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist oder ob sie es einfach nicht aussprechen wollten. Weil Skelett, weiß ich nicht, irgendwie gruselig vielleicht. Ich werde an Halloween so viel sammeln, wie ich nur kann, und das solltest du auch. Ach ja, Gerüchten zufolge treibt sich nachts auch ein seltenes Grusel-Ublett herum. Ich will das Grusel-Ublett haben. Geh ein bisschen auf Erkundungstour. Ja, das machen wir. Ich will ein Grusel-Ublett. Ja, hier geht es nicht weiter. Ha, wie ich laufe. Ja, okay. Unser Grund ist ziemlich groß. Das ist schön. Da können wir einiges anfangen. Also meinem Rücken tut das auch nicht gut, wie ich laufe. Oh, hallo. Fabfri. Wo findet man denn hier Abzeichen? Abzeichen. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Oh, da ist eine Map. Guck mal. Blick drauf werfen. Okay, wo ist der Friedhof? Ich sehe keinen Friedhof. Oh, ein Heißluftballon. Okay, da sehe ich auch, wo die Leute sind. Wie cool. Hallo. Jubel. Wenn ich eines Tages mal reich bin, kaufe ich mir endlich neue Freunde. Oh nein. Nein, das geht doch ganz anders. Dafür muss man kein Geld ausgeben. Gimbel. Hallo, Gimbel. Tarikowski, du Knuffel. Du hast doch bestimmt Lust auf ein Abenteuer. Ich bin gerade erst hergezogen und heiße Dodo. Dann bist du ja schon mitten im Abenteuer. Ich heiße Gimbel. Sobald ich meinen Heißluftballon repariert habe, kann ich dir ganz Up zeigen. Süß. Oh je, da fehlt ein bisschen Luft. Sie hat auch ein Up. Ein Ublett. Oh Gott, dieses Ublett hat einen Schirm. Cute. Ara. Hallo, Jo. Hallo, Jo. Ach ja, du bist ja nicht von hier. Hallo, Jo ist auf dem Festland von Up ein ziemlich weit verbreiteter Gruß. Oh, und Tarikowski übrigens auch. Das dachte ich mir schon fast. Okay. Moos-Sprösslis, da bin ich. Versperrt. Das ist mein Club. Obnet, Turm von Abzeichnitz. Was ist das? I don't know. Okay, das sind versperrte Türen. Da wird es wahrscheinlich in, ja, in einen anderen Bereich oder so geben. Sporbeet habe ich gefunden. Okay. Da sind voll viele Häuser. Tanzschuppen. Versperrt. Alles versperrt. Ein Wamperl. Ich finde die Bezeichnungen ultra süß. Oh, was ist das bitte? Ganz schön robust, das Tor. Das ist sicher das Haus von unserer Bürgermeisterin. Blick drauf werfen. Öffnen. Oh, ich kann da rein? Ah, Zimi, Hallöchen. Oh, was hast du bitte für ein schönes Haus? Wie schön. Oh, da ist so klar ein kleines Türchen für die Katze. Och. Coco, mystisches Tierwesen. Es ist eine Katze. Ach Gott, ist das süß hier drin. Ich treffe meine Entscheidung in dem Leben immer im Hinblick auf die Möglichkeit, ins All zu fliegen. Oh cool, sie will Astronautin werden. Schön. Boah, ich bin schon so gespannt, wenn die Häuser schon so schön eingerichtet sind, was ich dann aus meinem machen werde. Studierstudio. Wieso ist das offen? Ach, da wohnt sie. Stimmt, Rauknulia. Oh, hey, wie bist du mit deinem Schlauschmücker zufrieden? Keine Explosion aus weiterem Himmel, hoffe ich. Schlauschmücker? Naja, das magische Buchdings, das ich dir gegeben habe, das heißt Schlauschmücker. Ach so, ziemlich nützlich bisher und keine Explosion. Schön, schön. Ich bin mir relativ sicher, dass du das auch, dass das auch so bleiben wird. Okay, danke dir. Süß. Das ist Rauknulias Appetenzbot. Und ein 3D-Drucker. Das kann ich noch nicht benutzen. Oh, cool. Ich kann 3D drucken? Wie geil ist denn das bitte? Oh, das sind so süße Ups.
Hublitz. Guck dir den an, den hätte ich auch gern. Hinsetzen. Oh. Ich laufe hier übrigens die ganze Zeit mit meiner Hacke rum. Oh, ein Polizist. Wachmeister Zuffel, bist du das, Plappert? Nein, du bist nicht Plappert. Wer bist du? Ich bin Dodo. Ich bin gerade erst hergezogen. Na dann, Tarikowski. Ich bin Wachtmeister, Zuffel, Polizeichef, oberster Postbeamter, Notar und leitender Forstbeamter. Willkommen in der Stadt und gib Bescheid, wenn du herausfindest, was mit Plappert passiert ist. Wer ist denn das? I don't know who this is. Oh, hallo. Oh, ich wollte gar nicht rein. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Oh. Kuschelkränzchen-Café. Oh, ist das auch süß. Hallo. Ich kann nichts kaufen. Ich habe kein Geld. Ich habe nie gelernt, auf 2 und 4 zu klatschen. Und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Gerd. Ich bin in meiner Freizeit oft zu Gast in Nachrichtensendungen und gebe mich als Experte für das aktuelle Thema aus. Ich gebe mich als Experte aus, ist ja auch immer witzig. Ob die Stadt ohne die ganzen mysteriösen Dosen ein bisschen besser aussehe? Wer ist denn das? Inaba, der chillt hier voll. Ich treffe meine Entscheidungen im Leben immer im Hinblick auf die Möglichkeit, ins All zu fliegen. Du möchtest auch ins All fliegen? Meine Persönlichkeit lässt sich eigentlich auf eine sorgfältig gepflegte Meme-Sammlung und jede Menge Abwehrreflexe reduzieren. Alles klar. Ich kann mich auch hier hinsetzen. Das ist sehr cute. Wieso leuchtet das so? Okay, ich kann es kaufen. Kann ich aber nicht, weil ich kein Geld habe. Wir gucken uns hier mal um. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Hallo nochmal. Wir haben uns noch nicht richtig vorgestellt. Ich bin Melda, die Leiterin des Schnuffpuffs. Hallo Melda, ich heiße Dodo. Super niedlicher Name. Willkommen in der Stadt. Ah, oh, Friseur. Oh, ich kann mit denen tanzen. Ja, aber ich würde gern wissen, was ich zu tun habe. Also, ich muss ja, denke ich mal, irgendwo hin. Da, zur Bürgermeisterin. Mach das Rathaus wieder zugänglich. Verschaff dir Zugang zu Flitters Auftragstafel. Legen wir los. Let's go. Klasse, du hast zurück in die Stadt gefunden. Sie guckt mich manchmal so an, als würde sie mir nichts zutrauen. Wahrscheinlich ist dir mein offener Büroraum mit den Möbeln aus Pappkarton schon aufgefallen. Leider hat sich im Rathaus ein aggressives kleines Klickerklaue eingenistert. Was ist das? Wenn ich das Büro betrete, beißt es mich sofort in die Waden. Wahrscheinlich hat es seine Stimme dem anderen Kandidaten gegeben. Vielleicht verzupft es sich ja, wenn du es in einem Tanzduell besiegst. Dann könnte ich auch mein Büro wieder beziehen. Mach dich bereit, es wartet direkt hinter dieser Tür. Okay. Schaffe ich das schon? Der stochert da im Müll rum. Ah, ich kann das sammeln. Was mache ich damit? Wird das kleiner? Ja, es wird kleiner. Ich will das alles wegräumen. Das ist voll eklig. Die Dosen gehören weg. So. Sehr schön. Hallo, Milu. Du bist immer noch hier. Wenn du länger bleibst, solltest du mir nicht auf den Zeiger gehen. Wäre echt besser für dich. Hey, du hast mir gerade gewunken. So, wir gehen jetzt da rein. Wir betteln uns jetzt. Das ist aber ein süßes Rathaus. Oh. Tanzherausforderung von Klickerklaue. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich werde ich verlieren, aber egal. So. Wir machen direkt mal einen Hype. Zieht einen Move. Mama. Verbraucht halt auch einen Beat, ne? Okay, Runde beenden. Wir haben jetzt 0. Das war vielleicht dumm. Naja. Hier, generiert 8 Punkte. Zieh deinen Move. Dann machen wir jetzt den. Und dann können wir noch einen Move ziehen. Ich finde das richtig süß. Okay, Runde beenden.
3 Punkte. Okay, er hat uns wieder aufgeholt. Und noch ein. Okay. Dann legen wir gleich nach mit dem. Und generiert 3 Punkte. Yay, wir brauchen nur mehr 3. Das holt er nicht auf. Das schafft er nicht. Yay, Leute. Wir haben gewonnen. So, die lockere Lindy zum Schluss. Gewonnen! Es ist so süß. 80 Erfahrungspunkte. Yay. Die Samen nehmen wir mit, natürlich. Gut gemacht, kleines Kirkeklaue. Das war spitze. Furzt das jetzt auch so? Ja. Gewinne jetzt Klickerklaue-Samen. Pflanze mich ein, damit ein neuer Freund wachsen kann. Wie kann ich das einpflanzen? Ich müsste die anderen auch noch einpflanzen. Ich wusste, dass du das hinbekommst. Ich hatte mich auch noch gar nicht an das Pappkartonbüro unter freiem Himmel gewöhnt. Jetzt kann ich wieder ins Rathaus umziehen und wir können all die Projekte in Angriff nehmen, die Abzeichen jetzt retten sollen. Ich finde es ja witzig. Sie leben schon die ganze Zeit mit Ublitz zusammen. Sie haben sicher viel trainiertere Ublitz, als ich mein kleines Schwammerl da habe. Und kriegen das nicht hin, den zu besiegen. Why? Also, wieso muss ich kommen mit meinem Level 1 Schwammerl? Naja. Also, Folgendes steht an. Ja, zähl mal. Ich will wissen, wo der Friedhof ist. Flitters Aufträge verfügbar. Repariere das alte Farmhaus. Hilf Ruknolia mit ihrem Ublet-Forschungsprojekt. Und recycle schreddere die mysteriösen Dosen. Okay, ja, ich habe schon ein paar Dosen. Das ist alles noch gesperrt. Oh mein Gott, wir haben so viele Aufträge. Wie cool ist das denn? Neueröffnung des Tanzschuppens. Öffne ein Clubhaus. Cool, ich will mich gar nicht zu viel spoilern. Ich weiß, das sieht nach einer Menge Aufgaben aus, aber wir fangen einfach mit den leichten an. Als allererstes musst du bei deinem Haus klar Schiff machen. Das ist momentan wirklich nicht präsentabel. Auf deinen Spaziergängen in der Stadt siehst du außerdem, was sonst noch ansteht. Okay. Falls du mich brauchst, ich ziehe jetzt in mein neues Büro um. Auftrag fertig! Mach das Rathaus wieder zugänglich. Yay! Es geht voll ab hier, es ist so cool. Öffnen. Ach, das ist wie so ein, wie so ein Museum. Cool. Lesen. Der altehrwürdige hohe Ublettrat. Oh, mein Spammerl ist einfach hier der Chef. Guck mal, das bist du. Und da sind meine Aufträge. Oh, hallo. Er geht da einfach durch. So ein Wicht. Zulassungsbüro, okay. Zuffelsbüro. Flittersbüro. Da kann ich einfach rein. Oh, voll das schöne Büro. Gernard, wieso sitzt du hier, Gernard? Gibt es Wasserzeichen für Witze? Meine werden ständig geklaut. Okay. Ja, also wir gucken jetzt mal, wie wir das Haus da verbessern können und umbauen können. Ach, das ist ja Halloween-mäßig dekoriert und die haben Kostüme an. Oh mein Gott, wie süß. Sogar die Ublets haben Kostüme an. Ich werde verrückt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ist das nicht niedlich? Oh mein Gott, das Ublett hat einen Hexenhut auf. Die ganzen Häuser sind dekoriert und die Bewohner haben Kostüme an. Das ist mega süß. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr vor Süßigkeit. Meine Augen tränen schon. Mann, ist das cool. Das ist alles, was ich mir wünsche, wenn es ein saisonales Fest gibt. Das hier einfach alles. Okay, ich brauche einen Kübel. Ich muss ihn kaufen. Es kostet eh nichts. Schmeiß dich in ein schaurigstes Outfit. Hol dir im Klamottenmenü den Süßigkeiteneimer und lass Halloween beginnen. Leute, Spiralgritz, Wünschelrute. Ich habe noch keine Süßigkeiten. Dann kann ich mir das hier kaufen. Braun. Konzentrat des zahlreichen Zuckerwerks. Okay, da brauche ich auch Zutaten. Wie cool ist das bitte? Ey, Leute,
ich wünsche mir das ja immer so, dass so auf, wenn schon in einem Farming-Game und so, wenn es da schon solche saisonalen Events gibt, dass es einfach dekoriert wird schön und dass sich da die Leute auch wirklich verkleiden und Kostüme anhaben, ist so süß. Das zeugt so von Charakter und Liebe zum Spiel. Danke an die Entwickler, dass sie das so süß machen. Guckt sie euch an, sie sind alle unterschiedlich gekleidet. Und der macht hier gerade so einen Sandengel. Was ist denn... Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie süß ist das denn bitte? Und der hat... Die tragen ihre Süßigkeitenkübel rum. Oh ja, ich will tanzen mit dir. Tanzt du halt anfangen? Ach, da brauche ich Mohrrüben. Oh nein. Ich bin absolut hin und weg von dem Spiel. Es ist so süß. Die Musik so süß. Und die ganze Stadt ist vollkommen dekoriert. Oh, da oben einfach. Sitzt da oben. So ein kleiner Kürbis. Ey, Wahnsinn. Ich bin so gespannt, was ihr zum Game sagt. Mirapiek. Okay, kann ich das alles verkaufen? Ich bräuchte nämlich wirklich Geld. Tja, schütteln, schütteln, schütteln. Okay, manche haben auch keine Lust zu tanzen. Das finde ich auch voll cool. Manche Ublets wollen einfach gerade nicht tanzen. Also das Spiel ist echt süß. Bimo, Erstkontakt mit Ubinoiden-Variante. Wie lautet deine Variantenbezeichnung? Hä? Dein Name in der örtlichen Ausdrucksweise. Oh, ich heiße Dodo. Ubinoiden-Variante Dodo, vermerkt. Keine Kennung lautet Videon. Na dann, hallo. Also seine Kennung, ja. Ich habe verstanden. Krümelbeere. Ja, damit. So, an dem Baum will ich auch noch schütteln. Sehr cool. Und das kann ich bei ihr alles verkaufen. Was ist denn das für ein Keller? Clubhaus der Intro-Nerds. Okay. Das ist nicht mein Club. Sie tanzt hier einfach im Garten. Also, an Süßigkeit ist das nicht zu übertreffen. Das ist ja der Wahnsinn. Der chillt hier einfach. Aber wo ist der Friedhof? Wildnis. Wildnis ist noch versperrt. Oh, ich habe richtig Bock auf die Wildnis. Oh, oh, diese Augen. Herrlich. Herrlich. So, ich will hier rein. Ich will mir alles angucken. Okay, das ist ein Wohnraum. Voll süß mit der Küche. Blick drauf werfen. Oh, wir gucken einfach in den Kühlschrank. Okay, der Raum ist versperrt. Ich kann sogar hinter die Polster gucken. Oha. Leute, das tut man nicht, ne? Man stöbert nicht in fremden Häusern, aber die Tür war offen. Nee, man stöbert auch nicht in fremden Häusern, wenn die Tür offen ist. Haltet euch zurück, Leute. So, wir gehen jetzt mal zu Samantha. Und gucken, ob wir was verkaufen können. Handeln, genau. Hier, ja, ich krieg was dafür. Ja, verkaufen. Hier. Alles. Verkaufen. Danke. Sonst noch was? Ja, du kannst alles haben. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Achso, da habe ich so viele. 7. Kaufen. 3. Kaufen. 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 Verkaufen. You don't have any items to sell. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Sonst noch was? Nee. Aber ich habe jetzt 47 Knetgummis. Und dafür kann ich mir Samen kaufen. Moosrübensamen. Ich denke mal, das ist für Halloween, weil da ist so ein kleiner Kürbis. Maissamen. Süß. Moorrübensamen. Okay, da kaufen wir uns einige. Ich würde mal 9 sagen, dann machen wir gleich ein richtig geiles Feld draus. Oh, sie hätte nur 10 gehabt.
Stoffstrauchsamen, kann man die öfter ernten? Eine wertvolle Stoffressource. Ich kann mir keins kaufen. Ich habe zu wenig Knetgummis. Okay. Süße Betesamen. Und hier haben wir was. Ja, dann holen wir uns noch süße Betesamen. Wie viel gehen sich aus? Drei. Mal drei. Oh, goody. Oh, goody. Cute. So, dann machen wir gleich neue Felder und dann gucken wir... Oh Gott, ist das niedlich. Diese Deko, ne? Und dann gucken wir noch, ob ich... Genau, hier was ablegen kann? Reparier das alte Farmhaus. Komm erstmal an und mach aus deiner abfälligen... aus einer baufälligen alten Hütte eine präsentable Behausung. Okay. Bretterchen, Federlies und Stoffröllchen brauche ich. Hab ich aber nicht. Okay, das muss ich alles suchen. Und wo finde ich das? I don't know. Okay, wir pflügen jetzt hier mal ein paar Felder. So. Ah. Okay, cool. Bretterchen. Ah. So kriege ich Bretterchen. Sehr cool. Okay. Noch mehr Bretterchen. Zerstöre es. Ich habe gleich keine Energie mehr. Das ist natürlich blöd. Ich sollte was essen, glaube ich. Hier. Wie esse ich das? Dekorieren? Nein. Och, ich kann dekorieren. Du musst erst dein Haus... Okay. Aber wie kann ich denn das essen? Ich weiß nicht, wie ich das essen kann. Kann ich noch nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe keine Energie mehr. Das heißt, ich muss sowieso schlafen. Ich habe das total lang nicht gewusst von Ara. Deswegen verrate ich es dir gleich. Federlies findet man in den Steinen auf deiner Farm. Das ist die einfachste Methode. Hier, die habe ich gefunden. Ach, cool. Danke. Kann ich gleich mal hier das Zeug ablegen? Hinzufügen, hinzufügen. Okay. Und die Dinger? Stoffröllchen? Die muss ich anpflanzen. Dafür hat es ja gerade einen Samen gegeben. Bei Samantha. Logo, wir machen ein Nickerchen. Mhm. Okay. Ich habe gerade nur ein Nickerchen gemacht. Ich konnte noch nicht den Tag beenden. Ah, okay. Interessant. Na, aber jetzt habe ich Energie. Jetzt kann ich ja was anpflanzen. Das ist ja cool. Worüber? Ah, jetzt habe ich das falsch gepflanzt. Ich wollte da ein eigenes Neunerfeld machen draus. Eieieiei. Was ist denn mit den anderen Rüben? Keine Ahnung. Gießen, gießen, gießen. Oh, ich bin müde. Dammit. Ich bin müde. Oh, die Lampe, süß. Sie erhält mir den Weg. Alles klar. Eineinhalb Tage, das heißt, es ist morgen schon fertig. Okay, dann gehen wir schlafen. Logo. Vier, 44 Sachen gefunden. Was? Oh, unsere Stufe steigt gleich. Cool. Da wird alles aufgelistet, was wir geschafft haben. Wir haben Samen gepflanzt. Überall, wo wir Erfahrungspunkte bekommen haben. Das ist sehr cool. Folgende Ublitz sind heute in Ob zu finden. Wackewonner, Knarz und Milz. Alles klar. Sehr cool. Also so eine kleine Übersicht dann auch noch am Ende des Tages, wenn wir schlafen gehen. Das ist sehr, sehr süß. Samme Wünsche. So bekommst du sie. Tägliche Ziele erfüllen, Abzeichen verdienen, Aufträge von Flitter abschließen und Tanzturniere gewinnen. Wünsche kannst du am Wünschebrunnen in deinem Schlauschmöker ausgeben. Wenn du Stufen aufsteigst, schaltest du auch neue Optionen für den Wünschebrunnen frei. Okay.
Meine lieben Leute, das soll es erstmal mit dem ersten Part von Ublets gewesen sein. Also ich finde das Game sehr, sehr süß. Es hat sehr viel Charakter, Leute. Sehr viele Details und man merkt, wie viel Liebe die Entwickler da reingesteckt haben. Und ich bewege meinen Charakter gerade eine Zeit lang nicht und guck mal, was der macht. Fängt einfach an zu tanzen, wenn ich ihn nicht bewege. Wie süß ist das denn bitte? Also es ist so viel Liebe zum Detail in dem Game und ich bin echt sehr zufrieden, dieses Let's Play jetzt mit euch gestartet zu haben. Wie gesagt, da werden hundertprozentig ein paar Parts kommen. Ich rechne so mit 10 Parts. Ja, so in etwa. Und ich freue mich sehr und vielleicht machen wir dann auf Twitch weiter oder so. Oder doch auf dem Kanal noch weiter, je nachdem, wie das Let's Play läuft. Also zeigt mir das, dass es euch gefällt, mit Daumen nach oben und mit Abos. Ich mache das immer so ein bisschen abhängig von der Community, was sich da gewünscht wird. Weil es kommt natürlich im November auch wieder neue Games raus, die wir Let's Playen werden. Eins zum Beispiel ist Coral Island, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Und ja, ansonsten möchte ich nicht mehr spoilern, ne? Ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Das wird voraussichtlich in 2 Tagen rauskommen. Genau, es kommt immer um 18 Uhr ja ein Video auf meinem Kanal. Und da ich ja auch noch andere Videos außer Let's Plays habe, kommen die so dazwischen und jeden zweiten Tag Ublets. Und dann wisst ihr ungefähr, wie das Ganze läuft. Aber aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um nichts zu verpassen. Jeden Tag 18 Uhr kommt ein Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Ublets fandet und ob ihr mehr davon sehen wollt. Bis dann und ciao!